Hallo zurück, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wer uns noch nicht kennt, neben mir steht Annalena Hosenfeld. Mein Name ist Luisa Lamm und wir begleiten euch heute live durch den bundesweiten Digitaltag. Ja, über 2000 Aktionen haben wir mit dabei in ganz Deutschland, vom hohen Norden bis an den südlichsten Rand Deutschlands. Also super, wir stellen euch später noch ein paar Aktionen davon vor. Jetzt freuen wir uns aber erstmal, ein paar Gäste vorzustellen, und zwar Partner unserer Initiative Digital für alle. Herzlich willkommen an Professorin Dr. Monika Seester vom Institut für Kartografie und Geoinformatik der Leibniz-Universität Hannover. Sie vertritt hier unsere Partnerin, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG. Und willkommen auch an Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer und Präsidiumsmitglied des TÜV-Verbands. Hallo. Hallo, grüß Sie. Herzlich willkommen. Frau Seester, unser Gespräch heute trägt den Titel Mobilität der Zukunft. Das klingt nach selbstfahrenden Autos, nach Flugtaxis, klingt aber auch nach ganz vielen Daten. Welche Rolle spielen Daten denn dabei, wie wir uns in Zukunft fortbewegen werden? Ja, Daten sind in der Tat eine sehr wichtige Grundlage für unsere Mobilität, die wir in Zukunft, vielleicht auch heute schon, durchführen. Also beispielsweise können uns Daten helfen, dass wir einfach mehr über unsere Umgebung, über den Zustand, über unseren Zustand, aber auch den Zustand unserer mobilen Menschen und auch den Zustand der anderen, der verschiedenen Verkehrsteilnehmer erfahren können. Und wenn wir das sehr genau wissen, in hoher Detailschärfe, was Raum und Zeit angeht, dann können wir natürlich Mobilitäten auch viel besser planen. Und das ist etwas, was man mit solchen Daten tatsächlich erreichen kann. Natürlich hat man immer, die Verkehrsplanung hat schon immer mit Mobilitätsdaten gearbeitet, aber allerdings waren die meistens eben nur sporadisch. Man hat sich da mal hingesetzt und gezählt, Zählungen durchgeführt und das dann als Grundlage genommen, um beispielsweise auch unsere Infrastruktur zu steuern. Und wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, das noch feiner zu kennen mit solchen Mobilitätsdaten, dann kann man beispielsweise einfach bessere Services anbieten. Man kann zum Beispiel auch solche Fragen lösen. Warum muss ich jetzt an der Ampel eigentlich warten, wo doch kein anderes Auto kommt? Also solche Dienste, solche Infrastrukturen können viel besser angepasst werden, wenn wir Daten haben. Wo kommen diese Daten denn dann genau her, mit denen Sie dann ja auch in Ihrer Forschung arbeiten? Gut, also einerseits sind es Daten, die die Verkehrsteilnehmer selber erheben, indem sie beispielsweise mit Smartphones unterwegs sind und dann so ihre Spuren, ihre Trajektorien hinterlassen. Eine andere wichtige Datenquelle sind aber auch, und das ist jetzt auch eher prospektiv in die Zukunft gesprochen, Daten, die die Fahrzeuge selber erheben. Also wir haben eben von einem autonomen Fahrzeug gesprochen. Auch die assistierenden Fahrzeuge, die wir heute haben, haben schon eine Reihe von Sensoren an Bord, mit denen sie beispielsweise Spurverlassenswarner durchführen oder auch warnen, wenn irgendwelche Dinge ins Blickfeld kommen. Also Kameras, LiDAR-Sensoren, Abstandssensoren. Solche Sensoren sind derzeit schon in den Autos verbaut. Und wenn man die noch mehr ausnutzen kann, indem man rauskriegt, wie ist jetzt eigentlich die Umgebung momentan, wie sieht die Umgebung aus? Ist jetzt Sommer oder Winter? Könnte es sein, dass bestimmte Ereignisse jetzt gleich auf das Auto zukommen, die vielleicht unerwartet sind? Also solche Dinge können die Sensoren erfassen. Und mit automatischen Methoden müssen die dann natürlich entsprechend ausgewertet werden, um das zu qualifizieren und den Menschen dann zu unterstützen, beziehungsweise das autonome Fahrzeug zu unterstützen. Also ein Haufen Sensoren in den Fahrzeugen, die nutzen wir. Das heißt, dass wir da durch den technologischen Fortschritt quasi auch in den letzten Jahren auch ganz neue Möglichkeiten haben, Chancen mit Blick auf unsere Mobilität der Digitalisierung dann auch nutzbar zu machen. Genau, darum ging es ja auch heute Morgen schon in einer Aktion des TÜV-Verbands im Rahmen des Digitaltags, und zwar darum, wie wir unsere Städte nachhaltiger und lebenswerter machen können, auch durch Mobilität. Herr Bühler, erzählen Sie doch mal, worum ging es da so genau?
Wir haben uns mit dem Thema urbane Mobilität befasst und für diesen Talk quasi habe ich gerade ein Live-Erlebnis, was auch so eine urbane Mobilität bedeutet. Ich sitze nämlich just vor meinem Impfarzt, in dem ich in 10 Minuten geimpft werde und führe dieses Gespräch aus meinem Camper heraus. Das heißt also, ich bin sozusagen voll mobil auch in der urbanen Mobilität und nutze natürlich eine Mobilität auch, um solche Dinge hier zu erledigen. Aber zum Thema, ja, wir haben heute Morgen ein Meetup gemacht und wir hatten vor allen Dingen vorher eine Umfrage gemacht unter allen Bundesbürgern und haben gefragt, was ist denn eigentlich das Zentrale bei der Mobilität der Zukunft, vor allen Dingen in urbanen Räumen. Da haben wir die großen Verdichtungseffekte, da haben wir Verkehr, Lärm, wir hatten diese Feinstaubdiskussion. Also hier entstehen ja vor allen Dingen die großen Probleme und hier haben wir auch die meisten Alternativen, Stichwort öffentlicher Personennahverkehr, aber auch Radwege, Fußwege, E-Scooter, also ganz viele Mobilitätsangebote, die viel vielfältiger sind, als wir sie zurzeit noch auf dem Land haben. Und wir haben die Deutschen gefragt, was sind denn da so die großen Zukunftsthemen und was sind auch die Herausforderungen, die wir zu bewältigen haben. Und eins ist mal ganz, ganz klar, neben der Digitalisierung, das Thema vernetzte Daten, ist vor allen Dingen der Klimawandel natürlich das Top-Thema. Und schon heute verzichtet jeder 5. Bundesbürger auf ein Auto zugunsten des Klimas. Also nicht aus finanziellen Gründen, nicht aus Gründen, weil man keinen Führerschein erworben hat, sondern ganz bewusst eben um diesen Klimawandel zu gestalten. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung. Wie organisieren wir individuelle Mobilität, die es auch in Zukunft geben wird, so, dass sie ihren Beitrag auch zum Klimaschutz leistet? Denn das ist das große Manko des Verkehrssektors. Der Beitrag zum Klimaschutz ist deutlich zu gering. Da müssen wir viel, viel besser werden. Und da kann Digitalisierung helfen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und das Zweite ist natürlich auch, dass wir ein multimodalen Angebot haben. Das heißt, nicht nur auf Autos oder auf Antriebsstränge zu setzen, sondern öffentlicher Personennahverkehr ausbauen, Radwege ausbauen, aber auch neue Mobilitätsangebote wie E-Scooter beispielsweise besser in die Konzepte einzubringen und besser heißt vor allen Dingen sicher zu machen. Denn das ist eines der ganz, ganz großen Probleme, warum zum Beispiel so weniger Fahrradfahrer unterwegs sind, als in der Stadt möglich sein können. Deswegen, wir brauchen bessere Radwege, sichere Radwege und das ist ein großes Thema für die nächste Legislaturperiode. Thema Sicherheit. Sie sagen ja auch manchmal vernetzte Mobilität, vernetzte Autos, das sind wie Smartphones auf Rädern. Bei meinem Smartphone, da gucke ich ja auch, dass meine Daten geschützt sind. Wie sieht es denn dann bei den Autos aus? In der Tat, die Zukunft des Autos ist ein Smartphone auf Rädern und vor allen Dingen die Sicherheit wird eben ganz entscheidend davon abhängen. Nicht mehr nur, ob es rostet oder ob ich Öl verliere, sondern in Zukunft vor allen Dingen, ob diese angesprochenen Fahrsicherheitsassistenten, die auch Frau Professor Seester eben angesprochen hat, ob die wirklich funktionieren. Funktioniert mein Abstandshalter? Funktioniert mein LIDAR, mein Radar? Sind diese Sachen, diese Sicherheitsassistenten wirklich in voller Funktionsfähigkeit? Weil eins ist klar, die Menschen mit zunehmender Technik verlassen sie sich auch auf diese Technik. Das heißt, ich verlasse mich darauf, dass der Abstand zu meinem Vordermann tatsächlich 5 Meter ist. Und diese Systeme müssen deswegen auch regelmäßig überprüft werden, ob sie diese volle Funktionsfähigkeit eigentlich noch erfüllen. Und das bedeutet, ähnlich wie das Smartphone, die Updates, die kommen und die Prüfungen, die gemacht werden muss, ob die Fahrzeuge tatsächlich sicher sind, müssen sich eben stärker daran orientieren, ob es ein neues Sicherheitsupdate gegeben hat, ob Hackerangriffe waren. Das ist natürlich alles Themen, die auch in Zukunft das Auto beschäftigen werden. Und von daher, um jetzt mal auf unsere Prüforganisation zu kommen, wir kennen ja alle zwei Jahre kommt das Auto zum TÜV. Das wird auch in Zukunft so sein, um die Bremsen zu kontrollieren. Aber wahrscheinlich werden wir in Zukunft regelmäßig, der TÜV wird mitfahren, denn mit Software-Updates und digitalen Assistenzsystemen muss halt eben dann geguckt werden, ob sie funktionieren, wenn es Herausforderungen oder Probleme gegeben hat. Und da ist der Zeitpunkt alle 2 Jahre nicht mehr zielführend. Deswegen werden wir parallel zu der 2-jährigen Prüfung in Zukunft einen mitfahrenden TÜV haben, um auch die Sicherheit von diesen digitalen Fahrassistenzsystemen wirklich zu gewährleisten. Ja, ich habe gesehen, Frau Seester, Sie haben beim Thema Sicherheit auch mit dem Kopf genickt. Sehen Sie das ähnlich wie Herr Bühler? Ja, also das ist ein ganz wichtiges Thema, dass man sich sicher fühlt und dass man auch das Vertrauen hat in diese autonomen Systeme. Weil wir sind da auch dabei, solche Techniken zu entwickeln und stellen fest, natürlich kann man viele Sensoren reinpacken, man kann die ausgefeilsten Algorithmen vorsehen, aber am Ende muss die Schnittstelle zum Menschen passen. Der Mensch muss dem System vertrauen und er muss natürlich auch Grund haben, dem System zu vertrauen. Von daher ist das auch eine ganz wichtige Fragestellung, mit der wir uns auseinandersetzen. Aber natürlich die grundlegende Frage, wie kann ein System sicher sein, wie kann es ausfallsicher sein, wie kann es diese Garantien, die der Mensch auch zu Recht erwartet, wie kann es die einhalten? Das sind ganz, ganz wichtige Fragen, die wir beispielsweise auch im Rahmen von einem größeren Graduiertenkolleg an der Leibniz-Uni
beforschen, wo wir Fragen der Integrität angucken. Ähnlich wie es im Flugverkehr ja schon realisiert wird, wo man auch mit Redundanzen arbeitet, mit parallelen Systemen, die das absichern. Aber insbesondere auch von der Algorithmik mit sehr, sehr vielen robusten Verfahren, die auch mit Fehlern, mit Ausfällen arbeiten können. Und was wir auch natürlich beforschen, aber das macht die Industrie natürlich auch, wie kann ich mit möglichst komplementärer Sensorik irgendwas erledigen? Also, dass ich mich nicht nur auf einen Sensor verlasse, also ähnlich wie wir Menschen nur mit den Augen gucken, vielleicht nehmen wir noch das Gehör dazu, aber so ein Auto hat noch mehr Sensoren, die man dazu nutzen kann. Und wir versuchen, die halt möglichst gut auszunutzen, zu kombinieren, um da die bestmögliche Ziel zu erreichen, dass man eben die Sicherheit... Da wäre es ja sicher auch total spannend, das selbst mal auszuprobieren. Einfach, dass ich dann auch den Technologien vertrauen kann. Einfach mal das wirklich auszuprobieren, die Technologien hautnah zu erleben. Gerade weil ich mir das selbst manchmal auch ein bisschen schwierig vorstellen kann, wie soll das denn genau aussehen? Das ist manchmal so ein bisschen abstrakt mit den Daten, Algorithmen und so weiter. Es gibt natürlich Testzentren, aber kann ich da als Privatperson einfach so hingehen? Oder gibt es Möglichkeiten für uns, wie wir die Mobilität der Zukunft jetzt schon irgendwie erleben können? Also, wenn Sie jetzt gerade das Erleben autonomen Fahrens ansprechen, da gibt es wunderbare Videos von einem Nutzer namens JJ Riggs, kann man im Internet nachgucken. Der fährt mit diesem Waymo-Fahrzeug mit. Das ist ja in einer Stadt in den USA, ich habe vergessen, in welcher, ist das installiert und man kann das buchen. Und er hat sich da reingesetzt und macht da, ich glaube, fast jeden Tag irgendwelche Fahrten mit diesem autonomen Fahrzeug. Und das ist fast wie Selbsterleben. Also da sitzt man drin und sieht halt, wie das Auto da durch die Straßen fährt, ohne Fahrer. Also er sitzt auf der Rückbank und fährt da mit. Von daher, dieses Erleben kann man tatsächlich erfahren, also natürlich nur virtuell. Und ansonsten gibt's im autonomen Bereich vielleicht diese kleinen People Mover, also diese kleinen Busse, die in verschiedenen Städten schon erprobt worden werden. Also da kann man sich sicherlich auch mal reinsetzen und es dann vor Ort erleben. Also ich konnte das hier auf der Hannover Messe mal mitfahren und es ist schon ein ganz besonderes Gefühl, wenn man sich da mehr oder weniger ausgesetzt sieht und keinen menschlichen Fahrer hat, in dem man typischerweise mal, das Vertrauen hat. Und da sitzt eben keiner vorne am Steuer. Herr Bühler, wenn ich das ergänzen darf, ja. Wenn ich das ergänzen darf, also tatsächlich, ich habe das auch schon das ein oder andere Mal gemacht und es ist wirklich, es ist gar nicht, also man stellt sich da wer Wunder was vor, man gewöhnt sich doch relativ schnell dran und man fühlt sich sehr, sehr schnell wie in der Seilbahn oder wie manche U-Bahn-Systeme fahren ja auch schon autonom. Also ich glaube, der Schritt dahin, ja, der ist dann doch kleiner, als wir uns das alle vorstellen. Wobei er ist halt, also für uns Menschen, uns daran zu gewöhnen, sich da reinzusetzen. Wir müssen uns natürlich so ein bisschen umgewöhnen. Das ist nicht mehr Freude am Fahren, sondern Freude am Gefahren werden. Und wir müssen natürlich gucken, was bedeutet das eigentlich auch für unsere ganze Straßeninfrastruktur. Die großen Herausforderungen, glaube ich, liegen daran, diese Technik tatsächlich dann auch so funktionabel zu machen, dass sie auch wirklich einwandfrei funktionieren. Die Autobahn ist dann noch vergleichsweise einfach, weil wir da überschaubare Verkehrssituationen vorfinden. Wir haben zwar höhere Geschwindigkeiten, aber wir haben doch eine relativ überschaubare, keine Ampeln, keine Fußgänger, keine Radfahrer. Vor allen Dingen in den Städten, das ist die riesen Herausforderung, ob das überhaupt, wie das funktionieren kann. Da wird eifrig geforscht und das ist tatsächlich nicht trivial, weil unser menschliches Gehirn, ja, Sie haben die Sinne, die Sie eben angesprochen haben, auch Frau Seester, die sind halt doch nicht so leicht zu ersetzen. Also da dauert es noch ein bisschen, bis wir das wirklich voll in den Städten sehen werden und da ist noch viel Gehirnschmalz notwendig. Ich bin gespannt, wie unsere Städte in 10 Jahren diesbezüglich aussehen werden, ob wir dann noch die Elektroroller benutzen oder dann schon autonom durch die Straßen fahren. Wir sind schon am Ende unseres Gesprächs angelangt. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Dr. Seester und Herr Dr. Bühler, dass Sie hier bei uns waren. Vielen Dank für die Einblicke. Ich glaube, viele der Aktionen können auch noch Einblicke liefern in die Mobilität der Zukunft. Ihnen an der Stelle alles Gute, viel Spaß noch beim Digitaltag. Und Annalena, du gibst uns noch ein paar Einblicke, was uns jetzt noch hier so erwartet. Ja, zunächst einmal möchte ich euch auf unsere Social Wall noch hinweisen. Da könnt ihr gerne mal auch bei uns auf der Webseite schauen, was gerade so im Netz zum Digitaltag stattfindet. Da werdet ihr auch auf viele Aktionen aufmerksam. Also schaut da gerne mal rein. Wir sind ganz überwältigt, was an diesem Tag heute in ganz Deutschland auch passiert. Postet da gerne auch mit dem Hashtag Digitaltag. Ansonsten
Könnt ihr gleich im Anschluss eine Grußbotschaft aus Niedersachsen sehen? Der Ministerpräsident Stefan Weil hat uns zum Digitaltag eine Grußbotschaft zukommen lassen. Und wir sehen uns dann in einer Viertelstunde schon wieder um 12.15 Uhr, weil wir dann mit dem Deutschen Olympischen Sportbund und dem Deutschen Naturschutzring zu digitalem Ehrenamt und Engagement sprechen. Also auch ein spannendes Thema. Wir würden uns freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Bis dahin erstmal noch viel Spaß beim Digitaltag und bis später.